Hallo, herzlich willkommen Hallo. Zurück zu Guten Tag. 7 Days. Gestern war Sonntag für uns. Für euch müsste heute. Ich weiß nicht genau. Egal. Folge 99 auf jeden Fall. Folge 99, genau, das ist schon mal wichtig zu sagen. Wir haben ja in den letzten Folgen davon gesprochen, dass wir die Serverzeit erhöhen. Das haben wir jetzt getan. Wir sind jetzt bei 90 Minuten. Davon sind aber 20 Stunden Daylight und nur 4 Stunden Nacht. Yeah. Das heißt 22 Uhr Nacht, 2 Uhr früh Tag. Das heißt, wir können viel tun. Und das Erste, was ich tue, ist Tuntäten. Tuntäten. Sehr gut. So, ich Tuntäten, Bottled Water, und zwar 90, damit es da reinpasst, ne? 15, 15, 15 und so weiter. Ne, Moment, doch 90, ja. Guck. Und das Ganze machen wir auch hier. Oh, das Ding ist ja voll mit Wasser und allem drum und dran. Dann gehen wir zur Wüstengrenze, würde ich sagen, Richtung Osten. Guck. So. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken wir. So, wie sieht's aus bei dir mit Essen? Weil ich habe jetzt hier eine Menge Essen noch. Ja, genau. Erzähl mal von den Plänen, die wir jetzt. Die wir gerade geschmiedet haben, sozusagen. Richtig. Richtig. Also, wir haben in den Kommentaren Infos bekommen. Von Grey Panther unter anderem. Vielen, genau. Vielen Dank dafür. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Genau, liebe Grüße und danke. Wir testen das gleich mal, ob es klappt. Mhm. Und zwar soll man sich auf Gravel Spots konzentrieren, die hier sind. Wenn man anfängt zu graben und man kriegt eine Ressource, Eisen zum Beispiel oder irgendwas anderes, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da drunter mehr von der Ressource ist, sehr, sehr groß. Ziemlich hoch, das heißt, genau. Diese Gravel-Spots suchen hier. Moment, ich mach das mit für meine Zuschauer. Ja, ich warte. Bei dir warten bei mir nicht mehr viel. Macht jetzt Spaß. Negativ zockt ist wieder da. Guten Tag. Also, du bist mit dem Moped weggefahren? Ja, genau. Mal okay. Einfach hier ins... Ach, das ist abgeschlossen. Warum kriege ich eigentlich immer die Gageldinger? Jetzt bist du mit meinem... Ah, jetzt habe ich... Weißt du? Echt? Ups. Nee, ist schon gut. Nee, ich habe noch eins gefunden, was offen ist. Was ich noch benutzen darf. Habe ich denn ein Schloss reingemacht? Ich weiß es gar nicht. Er ist auf jeden Fall abgesperrt. Vielleicht kannst du ja mal die Karre demnächst entsperren, dass ich auch mal zur Not draufhüppen kann. Nur falls ein Unglück passiert. Kriegen wir mal hin. Ja, wir sollen Gravel suchen und Grand Panther hat es sehr ausführlich geschrieben und hat auch dazu geschrieben. Das finde ich sehr, sehr geil, weil das zeugt von Integrität. Wo ist denn der Moped abgestellt? Irgendwo da hinten. Ich sehe meins nicht, deswegen wäre es wichtig. Ja, stimmt. Was heißt hier? Ja. Du musst auf der Map ja sehen, oder nicht? Ich sehe es nicht, nee. Ich sehe auch deins jetzt gerade nicht hier. Nee, ist ja kein Schloss drin. Steht. Verdammt. Ich glaube. Nicht dran gedacht. Finden wir schon wieder. Komm, wir gucken okay. Mal den Gravel. Dann lasse ich mich da anpacken, wo ich es wiederfinde. Ich stelle es an den großen Felsen, an einen der großen Felsen. Okay. Dann haben wir noch eine leichte Orientierung. So. Grey Panther hat nämlich geschrieben, was ich jetzt alles schreibe, habe ich auch selber nachkontrolliert. Sowas von geil und ausführlich. Sehr sympathisch. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle und dickes Herzchen. Genau, wir sollen Gravel suchen. Und zwar, wir können es ja mal zeigen, wenn wir ein bisschen weggehen. Man sieht es auf der Map. Wahrscheinlich wissen das schon alle. Trotzdem wollen wir es zeigen. Man sieht dieses komische, dieses... Wie graue. Ameisenkrieg, ne? Graue, so. Ja, genau. Da so, also dieses hier, diese grauen Flecken, die so willkürlich sind, wie Schnee oder sowas in der Art. Und da soll man buddeln und das tun wir jetzt auch an dieser Stelle. Hier ist nämlich Riesengravel. Großflächig, sowas kann da raus? Eisen, das heißt, hier wird wahrscheinlich Eisen drunter sein. Genau, achso, das hat er auch geschrieben. Der Indikator, das, was man wegschaufelt. Ist auch drunter. Eisen ist da drunter. Wir machen einfach mal hier so ein bisschen. Probebohrung. Haben wir genug Gravel. So, hier kam jetzt Kohle. Wobei er auch gesagt hat, man muss auch tiefer buddeln. Ja. Ich guck und das mal, kann irgendwo. In Waldbiomen, das kann in der Wüste vorkommen. Islet. Unzerstört hat er geschrieben, oder? Genau, da hat er die größten Erfolgschancen gehabt, sozusagen. So, ich gehe mal ein bisschen weiter raus. Ich sehe dich denn auch nicht auf der Map. Was ist denn das? Ich sehe dich. Oh, hier kraucht was. Ich habe Kontrolle bekommen. Hast du wieder gecheatet? Nee, ausnahmsweise nicht. Debug-Mode auch ausmachen, bevor der anfängt zu zocken. Ne? Sonst fällt das ja auf, wenn der Zuschauer denkt, der bescheißen. Die Idioten. Da haben wir wieder Eisen. LED. Ist die Frage, ob wir es hier überhaupt finden könnten. Ne? Also hier bei mir ist auch Eisen. Ist es nicht Sinn? Hat er nicht gesagt, dass man Eisen buddeln kann, aber auch eventuell ein bisschen tiefer machen muss? Ja, wir können es einfach mal runterbuddeln. Ich habe jetzt mal hier oberflächlich so ein bisschen angekratzt überall. Blub, blub.
Und man soll auf die Struktur achten, weil das Potassium ähnlich aussieht. Also, dass man das leicht übersieht in dem, im Untergrund. It's in the underground. Ach, was waren noch Zeiten? Da haben wir uns... Na, doch. Wenn ich mich an die Anfänge von Seven Days to Die erinnere. Oh ja. Als wir noch Gärten unterirdisch angelegt haben, wo man nur darauf achten musste, dass ein... dass praktisch ein Loch bis zum Boden reicht. Also musste praktisch nur ein wie so ein Sonnenstrahl-Loch buddeln, damit man praktisch Licht unter die Erde bekommt. Dann konnten wir unter Erde unterirdisch auch Sachen anpflanzen. Das hat mal funktioniert, ne? Ja. Oh, bist du tief. Also ich habe bis jetzt noch keinen... noch nicht eine Ader oder sowas gefunden, außer Klasse. Ja. Hier war Eisen oben, ne? Ja. Okay. Müsst ihr irgendwie Kaffee trinken und dann so ganz schnell buddeln? So. Oh, hier ist schon mal Stein, okay. Ich lasse es jetzt gleich mal einstürzen. Ja. Einfach nur, damit es uns nicht auf den Schädel fällt, wenn wir unten wegbohren. Da ist Eisen. Okay. Das hat geklappt. Tatsächlich. Haha. Oh, wo muss ich den installieren? Das geht gut. Ja, ich buddel jetzt hier weg. Das sieht so geil aus. Na? Na? Hä? Na jetzt. Ja, das, ich glaube, da ist echt was dran. Na nee, gut, warum sollte er das schreiben, ne? Und dann sich noch die Mühe machen und schreiben, das habe ich auch wohl geprüft. Ja. Nein. Nee. Aber irgendwann nochmal checken. Aber. Das sieht echt genial aus. Nein. Boah. Upsi. Oh, da kommt was. Oh, au. Ich hab den die. Upsi. In den schönen Rücken. In in den Knöchel. Ich stelle mir das nur so vor, weißt du, diese scharfe Schaufelkante in den Knöchel rein. Machen wir den Wald, da drüben ist Wald. Wollen wir? Lass uns nochmal weiterfahren, hm? Also wir wissen ja jetzt, das stimmt soweit. Hier haben wir auch ein schönes Loch. Zwei. Wollen wir das gerade zumachen mit irgendwie Woodframes? Soll ich mal ein paar Woodframes machen? Nicht, dass wir mit dem Moped mal fahren. Zumindest und dann so einen kleinen Turm, dass man dran denkt, ja. Ich hätte einfach jetzt eine Lage drum gemacht und. 3,4, das geht ja noch. Warte mal, hier. Nee. Ah. Wir fahren nach Norden. Komm raus, also bevor ich dich einmal. Nämlich ein anderes Biömchen. Erstmal Bike wiederfinden hier. Ja. Ey Mann, hast du mein Auto gesehen? Wo steht mein Auto? Was willst du? Was steht auf dem Rücken, Dude? Okay. Ey Mann, wo ist mein Auto, hieß das, ne? Ja. Grandioser Film. Sweet, was steht auf meinem Rücken, Dude? Hab mich gepiep. So, also ich lasse jetzt einfach mal so zu. Dank dir. So, wo hast du dein Moped geparkt? Ich geparkt, gute Frage. Wo hast du deins geparkt? Am Stein. Stimmt. Als Orientierung. Bin ich denn... Ah. Hat er mir einen eingeschwenkt, der Arsch. Der Sack. Da habe ich direkt ein Pilzchen, was ich nehmen kann. Nicht, dass ich es bräuchte, also ich bin auch ohne, aber... Ja, ich hab's. Sehr gut. Jetzt hat er meins wahrscheinlich vom Stein weggefahren. Oh, guck mal, ich habe meins wiedergefunden. Welch Zufall. Huch, was? Ja, das ist aber komisch jetzt. Welches Stein da hinten war das? In Richtung Händler, habe ich gesagt. So, du wirst ins Waldbiom fahren. Ich guck mal hier. Ja, hier steht's. Mal Richtung Norden, zu der anderen Stadt. Da ist nämlich nicht Steppe, sondern... Ja. Wie heißt das? Pinienwald-Dings-Bums da. Ach, der feine Herr. Über die Art des Baumes noch bestimmt. Der Pinienwald, der gemeine Pinienwald, entsteht meist im Norden. Was hat er denn nochmal geschrieben? Ich muss nochmal gucken. Warte mal. Macht das doch nicht während der Fahrt. Klar, geht. Das ist krass. Oh, du hast ja einen Screenshot gemacht, richtig. Ja. So, mit Handy am Steuer. Ja.
Im Spiel darf man's. Hier ist übrigens ein Geier. Wir wollten auch noch Federn holen, nur so. Ist da einer? Ja. Wir hätten hier Möglichkeiten. Aber jetzt keine Munition. Bleib mal kurz hier. Ja, der kommt ja von alleine runter. Dann kannst du ihn ja mit dem Spike Club prügeln. Ich habe noch 7. Hab ich denn irgendwie... Ich habe auch Pfeilspitzen massig mitgenommen. Das ist gut. Wo ist er denn da oben? Das könnte schwierig werden. Weißt du was? Ich nehme jetzt hier mal mit der Wrench, nehme ich mal testweise... Geierlein. Das Nest auseinander. Okay. Ja, bis der runterkommt, da kann ja... Eine Feder. Sieht uns gar nicht. 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt waren, aber das ist... Also, es ist nicht besonders ergiebig. Also, nicht so, wie wenn man Geier auseinandernimmt. Okay. Ey, Geier! Ich glaube, der kommt nicht. Meinst du, der... hat kein Interesse an uns? Nee. Oh, es tut mir so leid. Komm, da düsen wir weiter. Ja. Das ist deins. Achso. Du magst das, wenn ich das eingesessen habe, wa? So, gucken wir mal. Oh, dieses Gezappel auf dem Minibike, da flimmert es mir von den Augen, ey. Ja. In der Aufnahme geht's. Naja, das ist eine Füße aber. Eigentlich hier mit Zeug. So, warte mal. So, du wolltest nachlesen. Was hat er geschrieben? Schnee durch Zufall. Am besten in Savannen, verbrannten und grünen Biomen. Ja, verbrannt finde ich uncool. War das nicht Savanne vorhin, wo wir waren? Wir gucken mal. Savanne? In der Wüste eigentlich. Wüste hat er nicht geschrieben. Nee, da sieht man auch keine Spots. So richtig. Hier geht's ja rüber. Guck mal, hier so zweispurig. Siehst du das? Ja, das ist dieses komische... Nee, ist schon das mal das? Waren. Diese Rennstrecke, glaube ich. Ja? Mhm. So, wir sind jetzt... Okay, alles klar. Ich dachte, wir waren viel weiter links, aber... Was weiß ich schon. Du. Ganz viel. Ich würde gerne Roadkill machen, aber... Dass das nicht mehr geht, ist total ätzend. Ja. Oh. Was ist los? Es ist doch nicht das verbrannte Biom, es ist das... verseuchte Biom. Verseuchte Scheiße. Ja, hat eine Schlange am Hintern hier. Ne, können wir bitte wieder umdrehen? Oh, ein Geier. Wo? Hörte ich. Der hängt im Haus fest. Komm her, du Tier. Mich dünkt, es ist ein Geier. Oh, jetzt sehen. Liegt. Okay, warte, ich hab Messer. Ich nicht. Warte. Ich hab wieder Leib. Jeden Scheiß dabei. 45 Federn. Sehr effektiv. Sauber. Können wir bitte ein paar Geier haben? Liebes Spiel, bitte schenk uns Geier. Aber wir können hier mal ein bisschen rumfallen. Vielleicht spawnen die Kacker ja. Wir können mal in den Pornshop rein. Ich dachte, da wäre hier Pinienwald. Na egal. Ja, halt wieder im Pornshop. Wir haben... Also, wichtiges zu tun. Lass einfach nur rein und hoch zu den Superkisten. Vielleicht haben wir Glück. Komm, wir testen das mal. Das gibt jetzt richtig auf die Moppe hier. Okay, lass uns bitte den erst draußen wegmachen hier. Ach jo. Hast du zufällig Pfeilspitzen dabei? Nein. Oh, was hat er denn dabei gehabt? 2x Knüppel. So. Ich glaube, sie runter. Ja. Ich höre einen Hund. Da ist er. Oh, da ist er schon. Oh, das ist ein Ferale, die rennt nämlich. Ja, ja. Oh, ich habe sie kaputt gemacht. Gut. Tut mir leid. So, welche Platten waren das jetzt? Die sind doof. Die ist auch doof. So. Ich habe gesetzt, rechts von dem. Na ja. Ja, passt noch nicht. Da ist ein Rohr im Weg. Oh, Hund. Es hechelt, warte. Ich hab noch 4 Fighter. Ist tot. Okay. Was war das? Was hast du jetzt vor? Hier in den Raum rein. Erstmal gucken, ob da Zombies sind. Und dann hinten die rum? Kisten. Hier ist links offen. Ja, das ist... Ist da links offen? Was? Hier ist offen? Ist offen. Ja, ja? Guck mal. Ja, logisch. Steht da keiner. Brauche ich da nichts zusammen? Okay, doch, da sitzt ein Soldat. Warte. Warte.
Warte, lass mich auch. Doppelt-Wurmoppel hält besser. Ja. Moment, jetzt. Wow, haben wir den getroffen. Der bricht gleich runter. Zack, weg ist er. Cool. Okay. Gut, dann schlage ich mal eine Tresor auf, wa? Ja, Gasmaske, Heavy Bandit Gloves. Das bringt gutes Geld, aber. Komm, Auger Blade, Auger Blade. Oh, Waffen. Zwei Sword auf. Okay, da können die Teile sehr gut gebrauchen. Ja. Chemical Parts. Komm, Auger Blade, Auger. Oh, shit, das war schon kaputt. Okay, haben wir das? Ja, ich hab jetzt nicht alles mitgenommen, aber. Ich kann noch. Nur hier in der einen Kiste, hier sind noch sehr gute Sachen, die kannst du direkt anziehen eigentlich. Das ist, glaube ich, eine sehr gute. Pack ich hier ein. Rüstung. Hier ist doch noch ein Hunting Rifle, eine 265, wieso nimmst du das? Ein ganzes Hunting Rifle oder nur ein Barrel? Nein, die Barrel, aber die ist besser als das, so, was in den meisten drin ist bei uns. Gut, gehen wir weiter? Ja. Cracker Book. Nee, dann ist also alles doof hier. Verseucht will ich nicht. Fahren wir rechts rum? Ja, erstmal raus hier, ne? Ja. Ja gut, wenn hier Geier wären, wäre es natürlich cool, aber die müssen auch erstmal spawnen, ne? Mhm. Gucken wir nochmal auf die Map. Lass uns mal hier so ein bisschen Safety in die Wüste. So, hier. Ich halte jetzt mal hier an. So. Na, da ist er. So. Rumsdor, da ist unsere Stadt. Also rechts von uns. Bei dem einen links Händler, von uns eigentlich. Bald. Links hast von der da Stadt. Was? Da war ich noch nicht. Ja, ich auch noch nicht. Deswegen lass uns mal da hinfahren. Richtung Westen. Durchs Verband oder was? Oder von unserer Stadt? Ne, jetzt hier. Ach, Moment. Wir sind ja andersrum. Moment. Wir sind ja. Wir sind Richtung ja andersrum. Osten. Richtung Osten kommt nämlich. Rechts rum müssen wir. Richtung Westen kommt grün. Auf der da Map. Kommt grün? Ja, Moment, bin ich doof oder was? Das Grün, wo wir gerade waren, was du da siehst auf der Map, was in der Stadt drin ist, das ist verseucht. Ach so. Ich dachte ja auch erst, dass das was wäre. Ja, dann die andere Richtung, dann genau gegenüber, dann Richtung Osten. Ja, da kommt nämlich immer ein Grün. Müssen wir nur gucken, hier ist Wasser. Dass ja, wir vielleicht hinten rumfahren. Das Wasser da ist. Ja, komm mit. Wir fahren mal hier lang. So viele Nester, die ich hier sehe. Oh, was ist das? Was? Hältst du da? Oh, ich hab dodged. Moment. Ich auch. Mich hat. Muss kurz was trinken. Ich hab Wasser dringend dabei. Ich hab auch. Danke. So, schon mal ein paar Federn am Start hier. Da sagte jemand, er könnte ja kaum zusehen, dass ich nicht die Shortcuts verwende. Oh. Liebe Zuschauer, die sonst noch Aggression kriegen. Ich spiele das Spiel seit der Alpha 1, also seit Release. Und die Shortcuts gibt es seit ungefähr 2 Versionen. Nächstes Thema, warum ist das schlimm? Ja. Benutze doch die Shortcuts, aber reg dich nicht über Leute auf, die sie nicht benutzen. Wie viel Sorgen hat man im Leben, wenn einem das aufregt? Ja. Ja genau, und dann verdrückst du dich, dann klicke ich lieber. Also ich sehe da überhaupt gar keine Notwendigkeit, das zu verwenden. Geschweige denn, dass sich jemand darüber aufregt. Da würde ich mir echt mal Gedanken machen, was ihr sonst für Probleme im Leben habt. Und beim Zocken, wo es um Spaß geht, ne? Also nur so nebenbei. Aber ich meine, das sind meistens sehr junge Leute oder sehr unausgeglichene Leute wahrscheinlich. Ja. Die das aufregen kann. Natürlich kann es aufregen, aber dann schalt lieber ab und guck woanders. Oder guck beim Kaiser zu, der vielleicht die Shortcuts verwendet. Manchmal. Ja. Dafür sterbe ich sehr oft. Ja, aber auch gut. Kann man sich auch drüber aufregen. Ja, irgendwas braucht der Mensch. Wenn man sich nicht aufregen kann, ist ja auch doof. Kann er gesagt, boah, du Hupe. In der Stadt waren wir noch nicht, so wa? Hier bin ich nochmal durchgefahren. Irgendwann. Militär? Nee, ist ein Dingscamp. Bist du hinter mir? Ja, naja, so beinahe. Ich habe kurz angehalten, weil ich getrunken habe. Okay. Ich hab getrunken, bevor ich mal schon losfahren will. Handy am Steuer betrunken fahren. Doch, hier sind wir schon mal gefahren, oder? Hier waren wir, glaube ich, schon mal, ja. Hier waren die ganzen Military Camps. Moment, was habe ich noch auf der Map gesehen? Wenn wir jetzt einfach nur geradeaus weiterfahren, Kilometer, dann kommt grüner Wald. 38 Sprit habe ich noch. Ich müsste mal vielleicht irgendwo ein Auto auseinandernehmen. Bei Gelegenheit. Ja, da sind einige hier auf der Straße. Und noch ein Knast. Diese Map ist echt abartig. Ist geil. Ist geil. Geil ist das.
Das ist voll geil. Ihr Lieben, wir sind bei 20 Minuten und der Kaiser hat es nicht bald. Hier ist ein Geier bei mir. What? Kommen Sie zu mir. Kill ihn. Wir sind bei 20 Minuten und ich werde mich um den Geier hier kümmern, glaube ich. Mach mal. So. Und wir sehen uns morgen zur 100. Folge wieder. Stichwort? Geil. Geil. Ist gut. Bis dahin. Gekauft. Tschüss.